Sehr geehrter lieber Herr Panik, sehr geehrter lieber Herr Possel, liebe Sudetendeutsche, eine schwergewichtige Landsmannschaft mit zwei schwergewichtigen Repräsentanten, die haben das gut gemacht, muss ich schon sagen, die Auswahl. Verehrte Ehrengäste, insbesondere liebe Frau Ministerin, lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Staatssekretär Bergner und alle anderen Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich von ganzem Herzen für die hervorragende Auszeichnung. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist außerdem ein wunderbarer Applaus. Ich fühle mich doppelt geehrt, denn wann immer ich im Frankfurter Rathaus Römer genannt, zu festlichen Anlässen bin, und da finden die ein oder anderen festlichen Anlässe durchaus statt, dann fällt mein Blick auf die eindrucksvollen Bildnisse der Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, die den Kaiser Salier prägen. Und unter diesen Herrschern hat natürlich Karl IV. Eine ganz besondere Stellung, auf die wir in Frankfurt immer wieder hinweisen. Mit der Goldenen Bulle von 1356 regelte er ja nicht nur die Königswahl und die Kurfürstenrechte, sondern auch die Bestimmung über den Landfrieden, ein Thema, über das wir uns in Deutschland auch schon häufig gestritten haben, und über die Beschränkungen des Faustrechtes. Manches kommt einem heute auch bekannt vor. Und als Bundestagsabgeordnete, die ihren Wahlkreis in der Wahl- und Krönungsstadt Frankfurt am Main hat, ist mir die Auszeichnung mit diesem Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft auch deshalb eine ganz besondere Freude, eine ganz besondere Ehre. Ja, ich freue mich richtig. Die über 1000 Jahre des deutsch-tschechischen Mit- und Nebeneinanders, und heute klang das in fast allen Reden immer wieder an, gestalteten sich davon 800 Jahre unter dem Dach des Heiligen Römischen Reiches. Die gesellschaftlichen, die religiösen und politischen Konflikte in den böhmischen Ländern des Mittelalters und der frühen Neuzeit, diese Konflikte waren keine nationalen Auseinandersetzungen im modernen Sinne. Darüber gibt es übrigens unter Historikern beider Seiten praktisch keine Differenzen. Und wenn wir uns zurückerinnern in der ersten großen Schlacht des 30-jährigen Krieges am Weißen Berg vor Prag, standen sich 1620 nicht Deutsche und Tschechen gegenüber, sondern böhmisch-protestantische Patrioten beiderlei Nationalität auf der einen und kaiserlich-katholische Kräfte auf der anderen Seite. Und ganz plastisch war das zu sehen, ein bisschen gruselig. Die 12 Anführer der besiegten protestantischen Partei, deren abgeschlagene Köpfe 10 Jahre lang auf dem Prager Altstädter Brückenturm staken, sie trugen deutsche und tschechische Namen. Eines ist wichtig, deshalb sich immer wieder in Erinnerung zu rufen: das deutsch-tschechische Miteinander war über weite Strecken, insbesondere zwischen der Mitte des 17. und des 19. Jahrhunderts, vom friedlichen Neben, oft auch vom friedlichen Miteinander, vom gegenseitigen Geben und Nehmen, es war eine Bereicherung gegenseitig, geprägt. Die nationalen Konflikte, deren Folgen im 20. Jahrhundert schließlich eskalierten, haben ihren Ursprung erst im 19. Jahrhundert. Die Ereignisse der 30er und der 40er Jahre, vom Münchner Abkommen 1938 über die Protektoratszeit mit ihren Schrecken für die Tschechen und ab 1945 die Vertreibung der Deutschen bis zum Kommunistenputsch 1948. Das alles ist der dramatische Teil des deutsch-tschechischen Miteinanders. Diese Begebenheiten wurden zum Gegeneinander der schlimmsten Art, die man sich vorstellen kann. Und nun ist die Frage, die wir hier im Lande oft hören,
und in unseren Nachbarländern auch, sollte man unter diesen leidvollen Teil der gemeinsamen Vergangenheit endlich einen Schlussstrich ziehen. Meine lieben Freunde, das hört sich sehr verlockend an. Es scheint für manche geradezu eine Art Königsweg in die Zukunft zu sein. Aber man muss sich doch fragen, ob das wirklich zutrifft. Ein Schlussstrich unter die Vergangenheit, darüber sollte man auch nachdenken, schneidet ja nicht nur die Zeit von 1918 bis 1989 mit einem Strich ab, sondern er tilgt ja dann auch. Das kann man sich nicht aussuchen. Er tilgt auch die positiven Jahrhunderte des Miteinanders. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser vermeintlich leichte Akt des Schlussstriches am Ende für unsere Völker der schwerere Weg in die Zukunft sein wird, weil man sich des Erbes beraubt.